bin für die Quote. Ich überschätze die Quote jetzt nicht total, aber ich glaube, dass die Quote ein sehr gutes Instrument ist. Ich bin insofern für die Quote für Frauen. Ich bin für eine Quote für Menschen mit einem nicht-europäischen Migrationshintergrund. Ich bin für die Quote für People of Color, weil ohne Quote ändert sich nichts. Privilegien werden nicht automatisch oder freiwillig aufgegeben. Und ich denke, dass man da dann so ein Instrument braucht. Und wenn sich dann alle daran gewöhnt haben, dass Machtverhältnisse jetzt anders verteilt sind, wenn soziale Praktiken sich geändert haben, dann braucht man die Quote ja auch wieder nicht mehr. Es ist ja im Bereich Kunst und Kultur sehr viel über die Frauenquote gesprochen und diskutiert worden. Und ich glaube, es hat sich jetzt schon doch sehr viel erfreulicherweise sehr viel verändert. Also es gibt sehr viel mehr Regisseurinnen, die auch sehr sichtbar sind. Es gibt viel mehr Ausstellungen von bildenden Künstlerinnen. Es gibt sehr viel mehr Frauen, die Institutionen leiten. Und jetzt fehlt eigentlich in dem Bereich Kultur und Kunst eine Quote für die Menschen mit dem außereuropäischen Migrationshintergrund. Ich denke, dass die Kunst als Bereich immer anderen gesellschaftlichen Bereichen voraus sein muss, dass sie so eine Art Avantgarde auch des Verhaltens sein müsste. Dass also die utopische und imaginäre Dimension nicht auf die künstlerische Praxis allein beschränkt bleibt, sondern auch auf die Art, wie Institutionen organisiert sind oder strukturiert sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie weit hat Quote mit künstlerischer Qualität zu tun oder darf Quote mit künstlerischer Qualität zu tun haben? Da würde ich erstmal immer sagen, nein. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Also ich würde niemals eine künstlerische Praxis danach bewerten, woher die Künstlerin kommt und welches Geschlecht sie hat und welches Alter sie hat, sondern die Kunst kann nur immer aus der Kunst selber heraus bewertet werden. Die Quote ist ja eigentlich auch nur eine Vorauswahl oder eine Art Aufmerksamkeitsraster, das dafür sorgt, dass die bestimmte Gruppen, die zu wenig Beachtung erfahren, stärker vorkommen und die Schluss macht mit bestimmten Selbstverständlichkeiten an Ansprüchen, dass beispielsweise weiße, bio-deutsche oder europäische Männer die bessere Kunst machen und die besseren Leiter von Institutionen wären. Also mit diesen sozusagen mal mehr oder mal weniger formulierten Ansprüchen ist eben jetzt einfach Schluss. Was uns allerdings nicht glauben machen soll, dass wir damit jetzt alle alten Formen von Hierarchisierungen aufheben könnten via Quote. Ich glaube, dass das neue Nachdenken über Macht überhaupt oder eine neue Praxis, die damit verbunden wäre, des Zusammenarbeitens und Kommunizierens jenseits von allen Quoten liegen wird oder liegen muss oder schon liegt.